Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und vor allem begrüße ich meine Irschner Freunde aus dem einfachen Grund, weil die waren immer Vorreiter. Ja? Die waren bei den Kräutern Vorreiter. Sie sind Vorreiter in allem, was sie tun und in dem Fall denke ich mir, da passen wir uns gut hinein. Ja? Also, ich wünsche euch alles Gute, Ihnen eine interessante Zeit. Glück auf! Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Cannabis gegen Krebs. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich hier seid. Corinna, Laura und ich sind gerade mitten in unserer Abschlussarbeit Das Leben in Krebs, wo wir erklären, was Krebs eigentlich ist, die Krebsarten, die Therapiemethoden, die psychischen Aspekte und das wichtigste Thema Cannabis gegen Krebs. Wie und warum wir zu diesem Thema gekommen sind, wird auch Laura erklären. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier an der HLW zur Veranstaltung Cannabis gegen Krebs. Ja, vielleicht fragen sich einige, warum genau dieses Thema, warum schreibt man genau über Leben mit Krebs. Ich selbst bin vor 3 Jahren an Krebs erkrankt und befasste mich auch in diesen 3 Jahren sehr intensiv damit. Ich habe alles ausprobiert, medizinisch, aber auch alternativ. Corinna und Michelle fanden das Thema auch sehr interessant und wollten sich auch damit befassen und sich über dieses Thema informieren. Ja, Cannabis gegen Krebs ist auch ein großes Thema unserer Abschlussarbeit und deswegen freut es uns umso mehr, die Referenten heute hier begrüßen zu dürfen. Auch ich habe Erfahrungen mit Cannabisöl gemacht. Vor 3 Monaten hatte ich eine Operation. Mir wurde ein Lymphknoten entnommen und ein Border Cut gelegt. Und ich wollte keine Schmerztabletten nehmen, weil ich solche Abneigung dagegen aufgebaut habe und nahm stattdessen das Cannabisöl. Es hat mir die Schmerzen oder es linderte mir die Schmerzen sehr und es ging mir danach sehr viel besser. Ja, ich übergebe wieder das Wort Michelle und ich wünsche Ihnen heute einen informativen und schönen Nachmittag und ich hoffe, ihr könnt viel Informationen mit nach Hause nehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als erster wird euch Bernd Schließer über das Rechtliche informieren. Ich darf ebenfalls nochmal alle heute begrüßen. Mein Name ist Bernd und ich wurde heute eingeladen, euch ein bisschen was über die Botanik der Pflanze zu erzählen und dann anschließend hauptsächlich über den rechtlichen Teil. Damit es da nicht nur was zu anschauen gibt, habe ich extra eine Pflanze als Anschauungsmaterial mitgenommen. Die würde ich jetzt gerne mal durchgeben, damit jeder mal in der Hand hat, damit jeder mal daran riechen kann. Wenn man wissen möchte, wie sie riecht, dann nimmt man gleich den Stamm und reicht so ein bisschen mit dem Finger dran und dann riecht man die Pflanze ganz gut. Ich habe 2 Exemplare mit, eine habe ich selber da vorne zum Durchgeben, die andere gibt es selbst von hinten durch. Und ja, die Hanfpflanze an sich ist eine recht besondere Pflanze. Sie ist einerseits einjährig und zweihäusig, was natürlich bedeutet, sie blüht im ersten Jahr. Und es gibt männliche und weibliche Blüten nicht auf einer Pflanze, sondern auf 2 getrennten Pflanzen. Was eigentlich schon mal eine Ausnahme ist. Was sie noch viel besonderer ist, macht, ist, dass die weibliche Pflanze, falls sie nicht bestäubt werden würde, sich sozusagen in einen Zwitter verwandelt und selbst bestäubt. Was eigentlich eine absolute Ausnahme ist und dafür sorgt, dass die Hanfpflanze eigentlich überall überlebensfähig ist und eigentlich auch nicht ausgerottet werden kann, so wie man das teilweise probiert hat im Laufe der Geschichte. Was besonders toll an der Hanfpflanze weiterhin ist, dass sie viele verschiedene sekundäre Pflanzenwirkstoffe enthält. Dazu gehören Terpene, die man eben riecht, wenn man sie angreift, ähnlich wie Nadelhölzer und andere Waldgewächse eigentlich sehr terpenreich sind. Ebenso enthält die Pflanze Flavonoide und besonders eben Cannabinoide. Das sind eigentlich die 3 Substanzgruppen, die die Hanfpflanze sehr besonders machen und die eigentlich auch zum großen Teil für die Heilwirkung der Pflanze verantwortlich sind. Dass die Pflanze praktisch in all ihren Teilen genutzt werden kann, entweder als Nahrungsmittel, wenn man die Samen konsumiert, genauso aber wenn man die Blätter konsumiert,
ebenso als Industriepflanze für Dämmstoffe, für Kleidung oder auch für medizinische Zwecke in Form von Extrakten oder für rekreative Zwecke in Form von Blütenkonsum oder für Extraktkonsum, macht die Pflanze absolut vielseitig und eigentlich praktisch für alles anwendbar. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber rein theoretisch kann man alles, was man aus Holz machen kann und alles, was man aus Erdöl machen kann, kann man aus der Hanfpflanze auch machen. Und deshalb ist es eigentlich kein Wunder, dass die Pflanze von gewissen mächtigen Industrien vor 70, 80 Jahren versucht wurde zu unterdrücken und das leider zu einem großen Teil auch geschehen ist und sie in vielen Ländern eigentlich immer noch nicht akzeptiert ist und man das Potenzial, was man jetzt eigentlich wieder erkennt, jahrelang unterdrückt wurde. Zum rechtlichen Teil möchte ich sagen, dass die Pflanze, so wie sie bei uns momentan, also so wie sie jetzt gerade durchgegeben wird, vollkommen legal ist. Wirklich heikel wird es in Österreich und in den meisten anderen Ländern eigentlich, wenn die Pflanze zu blühen beginnt. Nachdem die Hanfpflanze eine Kurztagspflanze ist, das heißt sie beginnt zu blühen, wenn im Herbst die Tage kürzer werden, kann man die Einleitung der Blüte ganz künstlich unterbinden, indem man die Pflanze durchgehend beleuchtet. Also die Pflanze, die ich jetzt mitgenommen habe, die wird in der Regel von Hanffachgeschäften 18 bis 24 Stunden beleuchtet. Wenn man sie so lange beleuchtet, wird sie eigentlich nie zu blühen beginnen und man kann die Mutterpflanze ewig halten. Das heißt, sie wächst und wächst und wächst, aber sie wird niemals blühen. In Österreich ist eben das Problem, sobald die Pflanze zu blühen beginnt, wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Kultivierung der Suchtgiftproduktion dient. Das heißt, egal ob die Pflanze jetzt aus Industriehanf hergestellt ist, also ob es eine Industriehanfpflanze ist und daraus jetzt Blüten für CBD-Öle produziert werden oder ob es eine potente Pflanze ist, mit der einerseits Drogen, also potente Medizin hergestellt werden können, wird grundsätzlich einmal auf Anhieb nicht unterschieden. Wenn man eine Pflanze zu Hause privat stehen hat und die bildet Blüten aus, wird in der Regel von der Justiz davon ausgegangen, sie dient der Suchtgiftproduktion. Dass die Pflanze grundsätzlich, selbst wenn sie blüht und von einer potenten Pflanze stammt wie dieser hier und potente Blüten produziert, mit denen man sich berauschen kann, eigentlich überhaupt nichts Böses ist, zeigt der Umstand, dass man die Pflanze oder dass man die Blüte der Pflanze erst menschlich, durch Menschen bearbeiten muss, damit sie überhaupt psychoaktiv wird. Das heißt, man muss die Blüte trocknen und dann muss man sie über mindestens 120 Grad oder 160 Grad über einen längeren Zeitraum erhitzen, damit sie berauschend wirkt. Wenn man jetzt eine blühende Pflanze nimmt und da die Blüte abschneidet, diese einfach nur so konsumiert, ist sie überhaupt nicht berauschend. Sie verändert das Bewusstsein nicht, sondern sie hat eigentlich nur gesundheitliche Wirkungen. Deshalb ist das Schlimme oder das, sag ich mal, das Perfide eigentlich auch, dass man die Pflanze oder die Blüte als Ganzes verteufelt, unabhängig davon, welchen Zweck sie eigentlich dient. Weil in Österreich wird, wie gesagt, immer davon ausgegangen, dass wenn man Blüten besitzt, dass es sich um Suchtgiftproduktion handelt. Wie gesagt, die Pflanze enthält verschiedene Cannabinoide, wobei unterschiedliche Substanzen wie CBN, CBD oder THC enthalten sind, die eigentlich die allerwichtigsten sind. THC ist jedoch die Substanz, die eigentlich vom Suchtmittelgesetz erfasst wird und die eigentlich wirklich verboten ist. Es gibt Industriehanfpflanzen, die von der EU, die einem EU-Saatgutkatalog entnommen werden und die enthalten so viel THC, dass sie eigentlich in der Regel nicht über 0,3% Und jede Hanfpflanze, die unter 0,3% THC hat, ist eigentlich auch nicht verboten, wenn man davon die Blüten hat. Wie Sie vielleicht gesehen haben, gibt es in letzter Zeit in diversen Geschäften noch Hanfblüten zu kaufen. Das sind dann sogenannte CBD-Blüten, die ganz wenig THC enthalten und die werden in der Regel aus solchen Industriehanfsorten hergestellt. Wenn man jedoch potente Blüten nimmt, dann ist es immer noch die Frage, ob man daraus Medizin herstellt oder immer Drogen daraus herstellt. Das Gesetz jedoch unterscheidet nicht, das Gesetz unterscheidet nicht, wenn man eine Pflanze findet, ob sie eben eine Droge ist oder ob sie eine Medizin ist. Es wird von Haus aus als Droge behandelt, sobald der THC-Wert über 0,3% ist. Das ist eigentlich das Grundlegende, was man wissen sollte. Soweit ist das eigentlich der rechtliche Teil erledigt von meiner Sicht, weil, ja, passt. Als nächstes wird euch Wilhelm Weiler und Mario Dalle etwas über die Botanik von Cannabis erzählen. Ja, ich bin der Mario vom Dachverband der Cannabis Social Clubs hier in Österreich. Vielleicht soll ich euch mal grundsätzlich was erzählen, was ein Cannabis Social Club ist. Hier in Österreich dürfen wir leider noch nicht so wirken, wie es vorgesehen ist. Die Idee stammt aus Spanien. Und es ist eigentlich ein Selbstversorgerclub. Das heißt,
Es soll Leuten, die sich teure Medizin oder so oder die Erfahrung nicht haben, soll es einem Club die Möglichkeit gegeben werden, sich untereinander zu beraten, zu informieren und sich selbst zu versorgen. Gerade für sozial schwache Menschen ist das sehr wichtig. Ja, und somit sind wir hier in Österreich angefangen mit unserer Arbeit. 2013? 2014. 2014 haben wir zusammen in Österreich den ersten offiziellen Cannabis Social Club gegründet. Und das habe ich mit dem Willi in Bad. Ja, und übrigens ist das der erste im deutschsprachigen Raum, der was in Salzburg genehmigt haben. Und die Polizisten, die was da zusammengekommen sind, das sind Polizeijuristen gewesen. Die waren zu viert und haben über das Ganze, über die ganzen Sachen halt noch telefoniert, auch von den Ärzten her. Und da sind sie am Schluss draufgekommen, aha, den kann man genehmigen, den Verein. Natürlich habe ich dann Cannabis angebaut, was ich eigentlich nicht gehört habe, aber das habe ich vor allem hätten wir sofort aufgehört, wenn wir gesehen hätten, das bringt nichts. Also, aber dann ist es um die Lebensqualität von den Leuten gegangen, von den Menschen, die gekommen sind, und das ist einfach erstaunlich. Da kannst du nicht mehr nachsagen, weil dann haben wir eben gesagt, was hilft, hilft, wenn es hilft, hilft es. Es war natürlich ein bisschen ein steiniger Weg, bis dass wir da hingekommen sind. Eine ganz kurze Geschichte von mir. Ich war 15 Jahre bei der Coca-Cola Chauffeur, habe einen Arbeitsunfall gehabt. Und die haben einfach nicht gesehen, was mir passiert ist. Ich habe es gemerkt, wie mir die Bandel gerissen ist, haben aber nicht gesehen, sondern die sind über einen Stauchung zuerst ausgegangen und dann Knorpelschaden. Und das ist dann 2006 so weggegangen, 2004 war der Unfall und 2006 ist es dann mit der Verspannung angegangen, die so ausgelöst, dass sich der ganze gesamte Fuß so verspannt hat, dass die Blutzirkulation nicht mehr richtig gegangen ist. Jetzt habe ich Blutverdünnung gebraucht, also innerhalb von kurzer Zeit 8 Tabletten und Morphium. Und das war am Anfang ganz gut. Hat mir auch geholfen mit der Zeit, also frisst der Löcher ins Hirn. Ich habe wieder eine gewisse also Reaktionsfähigkeit durch Cannabis bis wieder zurückgekriegt. Das ist ja das Witzige gewesen. Ich habe dann einen ADR-Schein gemacht, zusätzlich, dass ich radioaktive Sachen fahren darf. Und das habe ich gemacht auf Cannabis. Und es ist ja dann nur passiert, weil du wirst dann einfach verkriminalisiert. Führerschein ist dann zur Sprache gekommen, den haben sie mir nicht genommen auf der Straße, sondern sie sind zu mir heimgefahren, weil sie es in der Zeitung gelesen haben. Dann haben wir einen Führerschein geholt. Und ich habe ihn dann wieder gemacht, bin zu dem Prüfer gegangen, war auch eine witzige Geschichte, und habe von denen geraucht und bin dann durchgekommen, also durch den Reaktionstest. Jetzt hat er natürlich aufschreiben müssen unter THC-Einfluss und ist der pH schicken müssen. Na, da war was los. Ja, ich habe es immer ausgehört. Jetzt habe ich gesagt, dann machen wir beim Wald eine Maßnahme. Und dann geht er her auf den Prüfern und kommt durch. Jetzt haben sie mir wieder geben müssen. Das ist klar. Aber was ist dann der pH eingefahren? Das geht nicht einmal von der Polizei aus. Das ist von der Behörde, von der pH. Und die haben halt nach einem Jahr haben sie mir eine Befristung eine da. Jetzt hätte ich das wieder machen müssen, wieder 800 Euro zahlen. Da müsste man mehr, weißt? Und so ist es, ich bin ja teilweise haftuntauglich, aber nur bei der Polizei, wenn ich eine Verwaltungsstrafe habe. Da habe ich auch mein Cannabis mitgenommen, weil es mir verschwiegen worden ist. Und habe das dann Amtsärztin gesagt, die hat sich das angeschaut, auch die Blüten mit Side-Effects zusammen. Die hat mir dann die Blüten mit in die Zelle gegeben. Jetzt habe ich da drin einen rauchen können. Natürlich hat er das auch wieder nicht gedacht, weil die anderen durchgetragen haben. Weil die aber hat das immer noch von der Schmerztherapie ja. Und nicht von Rauch, die dann nein, unsere Kinder dann alle angefangen rauchen. Nein, das ist jetzt der falsche Test. Rauchen. Ich darf da auch mal bitte kurz angreifen. Es ist in Österreich so, wir möchten Jugendschutz betreiben und es ist absolut nicht gewollt, dass hier Cannabis konsumiert wird, beziehungsweise schon mal gar nicht geraucht wird. Ja, das soll überhaupt nicht das Thema sein. Es geht hier erstmal darum, dass hier nicht wirklich Aufklärung und Information betrieben werden kann in Österreich, weil es oft ein Tabuthema ist, weil die Leute nicht mal das Wort Cannabis in den Mund nehmen dürfen und schon wird man direkt als Kiffer oder wie auch immer hingestellt. Und genau dagegen arbeiten wir, weil wir sagen, auf uns kommen ganz viele kranke, austherapierte Menschen, die sagen, wir suchen auch alternative Hilfen, wie, ja, was kann man machen, wie funktioniert es?
Händler dürfen nicht aufklären, das dürfen nur aktive Menschen, ehrenamtlich arbeitende Vereine, und das tun wir. Ja. In Österreich ist es halt nur möglich, sich mit einem CBD-Präparat zu behandeln, was hier in Österreich gerade legal ist, sowie auch Dronabinol, was in den Apotheken erhältlich ist. Ja. Und da besteht einfach die Schwierigkeit, hier eine ehrliche Aufklärung auch für unsere Jugend zu betreiben, was kann man aus Hanf alles industriell machen, welche Wirkung hat es, welche Nebenwirkungen hat es, worauf sollte man achten und so weiter. Das ist uns eher ein Anliegen, dass man hier mit den Leuten vernünftig reden kann und hier nicht die Öffentlichkeit anlügt, um ihnen vielleicht wieder teure Präparate in der Apotheke zu verkaufen. Ja. Dankeschön. Danke. Nun wir durch Magister Dominik Schandl über den medizinisch-therapeutischen Aufklärung. Einen schönen Abend Ihnen allen, euch allen. Das Thema Hanf ist ja wirklich abendfüllend oder wäre tagefüllend. Der Hanf ist ja wirklich die Trendpflanze unserer Zeit geworden. Und das Interessante ist ja das, dass diese Pflanze ja, wie man vorher schon gehört hat, im vorigen Teil, nicht erst seit den letzten 5 oder 10 Jahren bei uns so richtig Verwendung findet, sondern schon seit Hunderten von Jahren. Das vielleicht dazu zu sagen, also historisch gesehen ist der Hanf sich einer der ältesten Kulturpflanzen der Menschheitsgeschichte. Das ist schon 2000 vor Christus verwendet worden, also Faserstoffe in Form von Drucken. Man hat hier die ersten Blätter, das erste Papier geprägt aus dem Hanf. Beispielsweise die Gutenberg-Bibel stammt auch aus Hanffasern. Des Weiteren ging diese Hanfentwicklung dann so weit, dass man nicht sehr viele Seile und Tauer damit anfertigen konnte. Der Hanf ist sehr strafarztfähig, haltet sehr viel Druck aus, zum Unterschied von anderen Textilien, Baumwolle beispielsweise. Daher auch für die Taue in Verwendung. Erst im Anfang dieses Jahrhunderts ist der Hanf dann verteufelt worden, wir haben das auch schon gehört, aufgrund der Prohibition in den Vereinigten Staaten. Das Marihuana ist ein Schimpfname eigentlich für den Hanf oder für Cannabis, dann im Speziellen ausgeprägt worden. Das mexikanische Wort Marihuana heißt einfach Maria und Johann, also weist auf seine Zweihäusigkeit in männlichen und weiblichen Pflanzen. Und dieser Ausdruck, der mexikanische Ausdruck sollte eigentlich mit den Amerikanern vorführen, alles was aus dem Süden kommt, ist schlecht und negativ zu bewerten. So begann das Ganze dann 1961, war dann die Suchtgiftkonvention, die von der UNO veranlasst wurde. Das betrifft dann die ganze Welt, also alle Staaten, die der UNO angehören, und das sind ja meines Wissens bis auf 2 oder 3 Länder alle, die Cannabis dann sozusagen ins rechte Eck oder das linke Eck gestellt haben und damit einen Großteil dieses Konsums verboten haben. Mittlerweile haben sich ja sehr viele Ausdrücke und Termini für den Hanf, für Cannabis ausgeprägt. Ich habe mir da auf meiner Spickzettel ein paar aufgeschrieben und ich möchte das ein bisschen präzisieren. Insofern, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Damit wir wissen, von welchen Pflanzen wir sprechen, was meinen wir. Botanisch gesehen, der Kollege hat das vorher schon erwähnt, stammt der Hanf aus der Gattung Cannabis, das ist der lateinische Name für Hanf und sonst gar nichts. Hanf heißt Cannabis. Es gibt nur eine Gattung, die Gattung Cannabis, die Familie sind die Cannabaceae, das ist der lateinische Ausdruck dafür, und er gehört zu den Rosengewächsen, auch interessant. Die Rosengewächse, nur ganz kurz, zeigen sich dadurch auch, dass sie kaum oder keine giftigen Vertreter haben. Also kann man fast sagen, Cannabis ist kaum giftig. Diese Gattung Cannabis hat jetzt eine Art, Cannabis sativa. Sativa heißt das über gewöhnliche, beessbare Hanf. Von diesem Sativa gibt es 3 Unterarten. Cannabis sativa subspecies, heißt Unterart wieder sativa. Das wäre der Kulturhanf, der bei uns angebaut wird, der legal angebaut werden darf. Es gibt hier alle Jahre von der EU werden 50 bis 60 Samensorten freigegeben, die zum Anbau geeignet sind, die eben unter diesen 0,3
unter 0,2%, unter 0,3% dieses Suchtmittels THC beinhalten dürfen. Die zweite Unterart ist Cannabis sativa, Subspezies indica, der indische Hanf oder der Suchthanf, der landläufig als Cannabis bezeichnet wird. Die dritte Art ist der russische Hanf, Cannabis sativa, Subspezies ruderalis, der wächst so an Wegrändern und an Schutthalden, hat weniger Inhaltsstoffe, ist von den KFC, von diesen Inhaltsstoffen weniger stark betroffen. Also noch einmal, Hanf ist einmal der allgemeine Ausdruck, Cannabis würde ich immer den Subhanf bezeichnen, Kulturhanf in den Hanf oder Hanfsamenöl und Hanföl. Diese Ausdrücke haben wir auch noch drinnen, die Leute kommen oft und sagen, sie haben gerne Hanföl. Was meinen Sie damit, was machen Sie damit, was wollen Sie damit, den Salat oder was ist das damit gemeint? Ne? Haben wir auch schon gehört, aus dem Hanfsamen kann man ja dieses fette Öl produzieren oder umressen, das ist das Hanfsamenöl, enthält überhaupt keine Cannabinoide, komplett frei davon. So aber als kurze Einführung mit der Manipulation. Zu den Inhaltsstoffen, das haben wir auch schon ein bisschen gehört, zeichnet sich der Hanf oder die Hanfpflanze aus durch die Vielfalt an Cannabinoiden, die sie beinhaltet, die macht diese Pflanze so besonders wertvoll. Man sagt, 80 bis 120 verschiedene Cannabinoide beinhaltet diese Pflanze. Und wir sprechen von zwei, die erst wirklich erforscht sind. Oder das THC ist gut erforscht, das CBD ist in Erforschung und alle anderen sind noch in der Pipeline, die auch in der Sande wird. Das haben wir gar nicht gehört, CBN hat der Kollege mal kurz erwähnt. Aber das Gleiche gilt auch für CBD, die Mutter aller Cannabinoide und so weiter. Also auch das ist noch offen. Das Weitere sind Terpene, Monoterpene, Sesquiterpene und Triterpene, das sind die ätherische Ölfraktionen, de facto, die machen diesen Geruch aus und die dienen auch den Suchthunden oder den Schnüffelhunden zum Auffinden von sogenannten Cannabishöhlen, wie man oft liest und zur Zeitung entnimmt. Wobei ich sage, wenn man eine normale Nase hat, braucht man kein Hund zu sein, man riecht den Cannabis so genauso. Also das sind diese Carbophyllen-Epoxide, die die Duft ausmachen. Bei diesen ganzen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen ist das Interessante jedoch das, dass sie doch ein gewisses Wechselspiel miteinander eingehen. Diese Cannabinoide, wie ich vorher erwähnt habe, diese Hauptwirkstoffe, zeichnen natürlich die Pflanze aus, aber diese Terpene und Flavonoide, die gehen hier ein Wechselspiel ein. Und da ist sich die medizinische Forschung nicht ganz einig und nicht ganz klar. Auf der einen Seite gibt es sehr starke Tendenzen, vor allem in den amerikanischen Ländern und im angloamerikanischen Bereich, den Extrakt zu forcieren. Sie haben hier die Cannabinoide drinnen plus alles andere, während in Europa die Tendenz sehr stark auf Reinstoffe geht. Reinstoffe wie das Tetrahydrocannabinol, das THC aus dem Suchthanf beispielsweise, oder das Cannabidiol, das ist momentan sehr gefragt ist, oder CBD, das Abkürzung ist. Das ist ein Trend, der ein bisschen gegenläufig ist. Es hat beides Vor- und Nachteile. Man kann mit Reinstoffen wissenschaftlich gesehen viel besser arbeiten. Sie sind besser dosierbar, sie sind reproduzierbar, sie sind besser einteilbar und der Patient ist auf eine gewisse Dosis besser einstellbar. Das ist ganz klar. Natürlich auf der anderen Seite kann man sagen, man macht sich die Hilfsstoffe, die noch dabei sind, unter Anführungszeichen nicht so zunutze wie im Extrakt. Aber ein Pflanzenextrakt, so wie das bei Cannabis sich darstellt, kann 400 bis 700 verschiedene Substanzen beinhalten. Und das ist sehr schwierig, dass ich immer die gleiche Qualität, das gleiche Inhaltsstoffmuster produziere. Das ist nicht immer so einfach bewerkstelligen. Daher ist der Trend der Europäer, und das, ich glaube, das ist ein, ich finde das ein vernünftiger Trend, eher in Reinstoffen zu investieren, in Reinstoffen zu arbeiten und die auch medizinisch einzusetzen. Dazu darf ich sagen, wir produzieren für mehrere Universitätskliniken in Europa und in Übersee klinische Prüfmuster auf Basis von Cannabidiol, also reines CBD, das haben Sie vorher gehört. CBD ist ein Wirkstoff, der verschiedenste Wirkungen entfalten kann. Ich erwähne jetzt einmal ein paar klassische, erstens ein wunderbares Schmerzmittel, vor allem neuropathischen Schmerz. Nicht, wenn Sie sich den Finger wegschneiden, das wird helfen gegen den Schmerz.
bei neuropathischen Schmerzen, Ischiagien und so weiter, scheint dieses CBD sehr gut zu wirken, zum einen. Zum anderen wirkt es natürlich sehr, sehr gut bei Epilepsie. Also auch das ist ein neuer Bereich oder ein immer mehr gefragter Bereich. Und hier vor allem bei zwei Teilerkrankungen der Epilepsie ist das Lennox-Gastaut-Syndrom, das ist eine spezielle Ausformung der Epilepsie, das Dravet-Syndrom. Auch hier gibt es schon sehr, sehr viele Patienten, die es nutzen und mit Erfolg nutzen, das reine CBD-Thema. Und das dritte Thema ist natürlich der onkologische Bereich, der etwas schwieriger ist. Und hier ist man erst am Anfang. Es gibt Untersuchungen, es gibt Forschungen in vitro, das heißt, das ist außerhalb des Körpers. Hat man es getestet auf Agarkulturen, uns ist das Rostock, hat vor zwei oder mittlerweile schon drei Jahren Forschungsergebnisse veröffentlicht. Man sieht dann, dass diese Tumorzellen dort zerplatzen. Wie weit das jetzt da in vivo immer eins zu eins umlegbar ist, ist nicht schwieriger. Ich darf da aber ein Beispiel sagen, so mit dem ich aufzeigen möchte oder erklären möchte, wie wir eigentlich als Apotheke zu diesem Thema gekommen sind. Wir beschäftigen uns ja recht lange schon mit Cannabis, aber auch primär mit dem Cannabinol, mit dem Suchthampf, der auch ein wunderbares Schmerzmittel ist und in der Onkologie schon lange Verwendung findet. Aber es geht hier eher um das Cannabidiol, das nicht süchtig machende Stoff des Hanfes. Der ist ganz wichtig, THC macht süchtig, Cannabidiol macht nicht süchtig und auch keine psychotropen Nebenwirkungen. Da kam ein Kunde, das war vor 5 Jahren circa, zu mir und sagte, er hätte gerne ein Hanföl. Was wollen Sie damit machen? Dann durch die Kiefen. Brauchen wir uns braunig, nein, er braucht das. Ich weiß gar nicht, was es hier auch gibt, keine Ahnung. Er hat insistiert, er möchte es unbedingt haben. Sag ich, wofür brauchen Sie es? Sagt er, für seine Katze. Okay, eine Katze, ne? Da schaut man schon ein bisschen komisch, Katze anscheinend. Was hat denn eine Katze? Ja, die Katze hat einen Tumor. So, wo hat denn die Katze den Tumor? Diese Katze hat einen Peritonaltumor, das sind so Auswüchse an der Bauchdecke. So Absiedelungen von einem Primärtumor, kann ich nicht sagen, wo der jetzt der Primär war, jedenfalls die Katze war dann sehr behindert durch die Tumorgewächse am Bauch, die waren so in faustgroßer Manier ausgebildet und das war ihm sehr, sehr unangenehm, meinte für seine Katze. Ich dachte, naja gut, dann, ich kann ihm das nicht besorgen, keine Ahnung, wo es überhaupt gibt und er hat sich dann aber besorgt. Kam dann nach 3 Monaten wieder und das sind 10 habe ich was das Ärzte gefragt hat, was ist mit ihrer Katze, lebt sie noch? Ne? Und sagt er, ja, die Katze lebt noch, die war zu dem damaligen Zeitpunkt 15 Jahre, also das wäre so ein klassischer Alterstumor gewesen, könnte man veterinärmedizinisch beschreiben. Und dieser Tumor ist eben in dieser Zeit geschrumpft auf Daumennagelgröße. Hochinteressant. Ne? Da zieht sich doch was Interessantes und er hat es dann weiterverfolgt. Ich habe ihn auch weiterverfolgt, zusammen mit seiner Katze. Die ist da 20 Jahre geworden, ist dann, glaube ich, heuer im Frühjahr verstorben. Also trotz ihrer ganzen Geschichte. Da hat die Tropfen gegeben. Am Anfang hat die Katze den Tropfen verweigert, weil, wenn einer diesen Hanfextrakt schon mal konsumiert hat, weiß er nicht grauenhaft, der schmeckt. Das ist doch unglaublich grauslich. Und er hat noch den Fehler gemacht, dass diese ersten Hanftropfen wurden ja mit Alkohol extrahiert aus der Pflanze. Und der Katze und Alkohol ist nicht immer das, was sich so landläufig als eine gute Kombination vorstellen kann. Die hat dann kurz gekratzt, hat es versucht, in Öl aufzunehmen, das ist ihm dann gelungen. Ich glaube, es sind die ersten öligen Tropfen. Wie gesagt, und diese Katze hat dann das sehr gut überstanden, ihr nächsten 5 Jahre, 6 Jahre hat das Ding gemacht. Das zeigt dann schon auch ein bisschen, wo die Wirkung hingeht, dieser Pflanze, wo diese Pflanzeninhaltsstoffe hingehen. Und ich sage immer, wenn Sie ein Feld mit Hanfpflanzen beobachten, es gibt es sehr viele, dann Oberkern wird ja massiv angebaut, alle Varianten, die ganz kleinen, die Finola, die so 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch wird, ist die Futura 75, bis zu 2,5, 3 Meter hoch, das ist wie ein Wald, wie ein Bambuswald schaut das aus. Wenn man diese Pflanze betrachtet, so knapp vom Blütenzustand oder bis zum Blütenbeginn, dann bildet sie einen sehr großen Wuschel aus, so wie einen großen Kopf. Und das zeigt für mich, wenn man so will, metaphysisch betrachtet, schon ein bisschen die Wirkung auch, oder zeigt, wohin die Wirkung geht, nämlich ins Kopf. Die Pflanze ist wahnsinnig kopflastig.
Es ist auch interessant, wenn man da die Geschichte der Pflanze so betrachtet, im 11. Jahrhundert beschreibt die Hildegard von Bingen schon den Hanf als Mittel gegen Migräne, also migränoide Zustände. Zum Trotzdem war nicht so drinnen, aber Migräne schreibt sie ganz groß. Vielleicht meines Wissens die erste medizinische Beschreibung der Pflanze überhaupt in unserem Reichen. Ist aber dann nie eingesetzt worden als solches. Also man sieht schon, in welche Richtung das Ganze geht. Weil ich vorher gesagt habe, es gibt auch andere Cannabinoide, die Wirkung per se ausmachen. Da hätte ich noch erwähnt, das CBG, das Cannabigerol, die Mutter aller Cannabinoide. Und von daher sehen die Pflanze ja ein hochinteressantes Lebewesen. Dieses CBG ist sozusagen die Vorstufe von THC, also von CBD. Wir haben beide Substanzen, beide Cannabinoide immer in allen Pflanzen drinnen, in unterschiedlichen Konzentrationen logischerweise. Es gibt keine Pflanze, die nur CBD macht, und es gibt keine Pflanze, die nur THC macht. Das ist einmal Faktum. Das Besondere daran ist, dass der Mensch halt immer Züchtungen hat, und wenn er merkt, das Ganze geht in Richtung, naja, Psychotrope, und man kann sich da ein bisschen stimulieren, aber versucht eben dieses THC, Suchthanf, noch stärker auszuarbeiten. Der jetzige Trend ist wiederum die CBD-Schiene, hier höher das CBD reinzubringen. Nur wenn der CBD-Anteil in der Pflanze steigt, steigt auch der THC-Anteil mit. Und wir sind da ja, wie wir wissen, ja eben 0,3% eben limitiert. Zurückzukommen zu diesem CBG, wir müssen Dinge aufhalten. Es gibt ja dann, glaube ich, Hanfbrötchen, dieses CBG ist die Mutter aller Cannabinoide. Wenn die Pflanze zum Blühen beginnt, und dieser Blühzyklus oder diese Blühdauer, dieser Zeitraum bewegt sich so zwischen 6 bis 8 Wochen, dann entsteht zuerst dieses CBG. Die junge Pflanze enthält CBG, wir haben es schon gehört, mit dem Licht wird das Ganze gesteuert. Wenn ich das Licht abbreche, denke ich, die Pflanze jetzt wird es herbst, jetzt muss ich schauen, dass ich Samenproduktion anregen kann. Wenn ich ihm viel Licht ausstrahle, dann sagt sie, brauche ich nicht, wir haben ewig Zeit, der Sommer dauert ein Leben lang. Ne? So wie es uns dann wünschen. Da entsteht eben dieses CBG. Aus dem, je nach Sorte, bildet sich dann vermehrt eben das THC auf der einen Seite oder das CBD, was wir eben hier als Hauptwirkstoff eben ansehen. Und erst im Alter, wenn die Pflanze dann altert, die Blüte dann abnimmt, dann entsteht dieses CBN, auch eine sehr hochinteressante Substanz, die eine schlafanstoßende und stark krampfende Wirkung besitzt, also eine muskelentspannende Wirkung. Jetzt zu den beiden, mein Spickzettel habe ich da noch aufgeschrieben, ja, warum wirken sie Cannabinoide überhaupt? Warum wirken sie überhaupt? Wir gehen davon aus, sie wirken, aber warum? Warum kann ich überhaupt süchtig werden auf den Hanf? Warum bin ich auf Aspirin nicht süchtig? Jetzt hätte ich das mal überlegt. Warum wäre ich auf Opium süchtig oder auf Morphium süchtig? Oder kann sich das? Ja, aber was macht denn berauschende Wirkung aus? Und das ist das Besondere an der Pflanze, wie an diesen Pflanzen überhaupt. Der Mensch besitzt ein eigenes Cannabis-System. Das hat man erst so circa vor 20, 25 Jahren entdeckt. Wirkung war länger, aber man wusste nicht, dass jeder Mensch ein eigenes Cannabis-System hat. Das nennt sich Endocannabinoid-System. Das ist auch dieses ECS-System. Das kann man sich so vorstellen, mit Schlüssel und Schloss. Wir haben sehr viele Schlösser im Körper, aber nicht genug Schlüssel. Oder wir haben Schlösser und diese Schlüssellöcher sind verklebt. Oder Schlüssel mitspielen kann. Das heißt, diese Pflanze hat, diese Inhaltsstoffe der Pflanze sind so hochpotent und so spezialisiert, dass sie direkt auf Rezeptoren des Körpers einwirken. Und all das, was im Körper Rezeptoren aufweist, spezielle Rezeptoren, kann zu einer Sucht, halt an einer Abhängigkeit oder Gewöhnung und Abhängigkeit führen. Das ist bei den Opiaten das Gleiche, es gibt diese Morphine. Das Endomorphinsystem hat der Mensch auch. Oder Nikotin weiß man es, Nikotinsucht aufgrund von Nikotinrezeptoren, die der Mensch hat. Und das ist bei Cannabis nichts anderes. Und diese Cannabinoide, die hier im Speziellen wirken, in Form des THC, ist einer der wichtigsten Punkte. Also daher die spezielle Wirkung,
und daher auch eine gezielte und eine gerichtete Wirkung auf der anderen Seite. Weil diese Rezeptoren befinden sich ja nicht nur im Kopf, wie wir vorher gehört haben, sondern auf der Haut, die befinden sich im gesamten Körper in unterschiedlicher Zusammensetzung, sogar im Immunsystem. Das Immunsystem, diese immunmodulierenden Zellen besitzen ebenfalls Cannabinoid-Rezeptoren. Und so weiß man auch, warum beispielsweise der rote Sonnenhut wirkt, damit Cannabis ja gar nichts zu tun hat, weil der auch auf diese Cannabinoid-Rezeptoren einen Einfluss hat, aber nur diesen Rezeptoren, die sich jetzt im Immunsystem befinden. Vielleicht so als kurze Erklärung. Warum oder was machen diese Wirkstoffe überhaupt, wie wir vorher gehört haben, mit dem Krebs und so weiter, das ist natürlich sind oft sehr gewagte Ansichten, das heißt sofort, es gibt da keine Studie, nur wer meldet sich für eine Studie wird immer gegen Placebo gemacht, also das ist, wer wird in der Placebo-Gruppe sein, niemand wahrscheinlich, das ist sehr schwierig, also man versucht das natürlich jetzt davon, wie ich vorher erwähnt habe, von In-vitro-Geschichten von davor, Studien auf den Menschen überzulegen. Eines weiß man mit Sicherheit, Cannabinoide, vor allem das CBD, das Cannabidiol, hat keine Nebenwirkungen. Das klingt auch wieder sehr theoretisch, wenn ich das ausspreche, aber man hat hier eine wahnsinnige Dosiermöglichkeit, wahnsinnige Dosierbreite. Und das erschwert natürlich die wissenschaftliche und medizinische Einsatz ein bisschen, weil man muss sich dann mit den Patienten mehr beschäftigen. Das ist nicht so einfach. Man fängt an mit einer niederen Dosierung. Bei CBD ist es so, die Hausregeln, die Amerikaner sagen, ist so 5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Aber wir haben zum Beispiel Kinder, Epilepsiekinder, kleine Kinder, die kommen auf 40 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das sind wahnsinnig hohe Dosen eigentlich. Und man sieht das, das klappt recht gut. Und sie sprechen erst höher bei höheren Dosen an. Das ist sehr schwierig. Bei Schmerzpatienten, wie wir vorher erwähnt haben, mit der medizinischen Seite, eine Einflussmöglichkeit, Schmerzpatienten können bei sehr niederen Dosen schon eine Auslage finden, das wären diese 5 Milligramm oder sogar darunter, wenn ihr körpereigenes Endokannabinoidsystem noch nicht so aus dem Lot ist, sprich die Homöostase, wenn man dazu sagt, noch möglichst in der Balance ist, die reagieren schon sehr sensibel auf niedere Dosen. Andere brauchen höher. Jetzt wenn einer anfängt und sagt, ich habe die Tropfen genommen, sie wirken nicht, sage ich, er wirkt immer, nur haben sie die Dosis noch nicht gefunden. Und das ist, man muss sich daran tasten einfach und den Mut haben. Man tut dem Körper nichts Schlechtes, also es kann nichts Negatives passieren. Das ist wirklich die Quintessenz, die man auch mitnehmen sollte. Immer bezogen auf das Cannabidiol, auf das CBD, nicht auf das THC. THC, Dronabinol. Im Gegenzug wird schon länger verwendet, vor allem hier auch im onkologischen Bereich, vor allem gegen die Schmerzen, nicht gegen den Tumor per se, eher gegen den Schmerznebel. Auch bei Kachexie, also halt, wenn die Leute sehr stark abnehmen, weil das nimmt, es gibt Appetit, macht viel Appetit, ohne dass man vor Ort nimmt, und nimmt auch diese Übelkeit, die man durch Karzinome hat oder auch durch onkologische Therapien hat. Gegenzug wiederum, das CBD nimmt wieder den Appetit, das ist eher Appetit. Bremsen, das war ein bisschen ein Wechselspieler zum THC in dem Fall, hat genauso schmerzstillende Eigenschaften, vor allem im neuropathischen Bereich, ich habe das vorher erwähnt, hat auch übelkeitsnehmende und auch entkrampfende Eigenschaften. Wobei bei den Krampfvermüdung, haben wir auch schon gehört, das CBN wahrscheinlich stärker ist oder mit Sicherheit stärker ist. Zudem kommen wir aber nicht zum CBN, weil da bräuchte man vorher eine THC-Pflanze. Die dürfen wir nicht anbauen, bekannterweise. Also, können wir unter Laborbedingungen sozusagen zu diesen Substanzen kommen. Ja, das vielleicht so zum Einsatzgebiet. Was gibt es sonst noch? Also wie gesagt, die Pflanze hat eine vielfältige Verwendung. Man kann mit dem Tee anfangen. Warum nicht? Der Hanftee, Hanfblütentee, die Blüten sind etwas besser als der normale Hanfblätter. Die Hanfblütentee wirkt beruhigend, entspannend, entkrampfend. Kann man am Abend sich einen Tee gönnen, man ist dann relaxed, gechillt, wie man heute sagt, und legt sich hin. Und es geht dann ganz gut damit. Der Tee schmeckt nicht besonders, muss man dazu sagen, also dann kann man das ja aufwerten, weil möglich ist. Was gibt es ja her? Oder das Hanfsamenöl, das fette Öl in der Küche, lange Zeit in Verwendung gewesen, gibt es ja auch verschiedenste Qualitäten. Wunderbar, es hat sehr viele ungesättigte Fettsäuren, Öle sind sehr reichlich vorhanden.
auch diese Linolensäuren, diese Alpha-Gamma-Linolensäuren, das sind die hochwertigsten ungesättigten Fettsäuren. Und hier gerade die Gamma-Linolensäure ist ja einzigartig, dass der Hanf einer der wenigen Pflanzen. Es gibt ja nur drei, die diese Öle beinhalten, die Allergien, zum Beispiel allergische Reaktionen. Dann das hat der Hanfextrakt, ich habe das vorher gehört, das Hanföl, das ist dieses Auszugsöl, ist für die Haut recht gut. Es gibt hier die ersten Studien, laufen in Deutschland bei Psoriatikern, Psoriasis und Neurodermitis, durchaus ein Thema. Also man muss sich nicht auf eine Schiene jetzt dahin festlagen lassen, sondern auch hier ist der Einsatz sehr gut. Aufgrund seiner desinfizierenden Eigenschaften, die er besitzt. Also man sieht, hier kommt das Potpourri der gesamten Inhaltsstoffe zum Tragen, während eben im wissenschaftlich-medizinisch-pharmazeutischen Bereich sicher die Reinstoffe eher von der Qualität her leichter einsetzbar sind, steuerbar sind und bewertbar sind. So, meine Zeit ist, glaube ich, um. Ich habe lange genug gesprochen wie ein Wanderprediger. Das war der zigfachste, der x-fachste Vortrag. Aber ich glaube, das Thema ist sicher zeitfüllend ohne Ende. Und die Pflanze ist wirklich so etwas Interessantes und man soll einfach ein bisschen mit Achtung auch in der Natur vorbeigehen, vor allem an diesen Hanffeldern. Das ist wirklich das Grandiose, wenn man sie sieht, wenn man sie riecht, wenn man sie wahrnimmt. Wir haben zum Beispiel auch nicht von den Wurzeln gesprochen. Ne? In Tschernobyl wird jetzt seit 10 Jahren wird der Hanf angebaut. Weil was macht der? Der bindet die Schwermetalle. Hochinteressant, dann zieht man die Wurzeln aus, die wachsen bis 1 Meter in die Tiefe, schließt einen schlechten Boden auf und so weiter. Hat auch, durchaus auch eine Funktion. Also die Natur bietet wirklich eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten und auch von Forschungsmöglichkeiten und die werden in den nächsten Jahren sicher noch stärker auf uns zukommen. Schade, dass es in Österreich nicht ganz so ist. Man erschwert hier eben die Arbeit mit Hanf. Cannabis sowieso, Cannabis sucht Hanf, darf man der österreichische Staat anbauen. In Stammersdorf, da ist Fort Lox, ist da gar nichts gegen Stammersdorf, das dort auch sicher ist. Wollte da selber mal Pflanzen einkaufen, 1000 Stück. Haben Sie mir einen Sonderpreis, hätten Sie mir gemacht mit 70.000 Euro. Vor der Preis habe ich gesagt, ja, passt. Und dann sagt, nein, das macht sie doch nicht. Also, und so ist es leider so, dass in Österreich dieser Suchtkampf zwar angebaut wird, aber nicht für Österreich im Speziellen, sondern für den deutschen Markt. Großer Vorwurf, die Deutschen sagen, was ist mit euch los? Spinnt ihr komplett? Ja, in dem Fall schon. Wir kaufen die von Deutschland ein. Daher auch die Preise, die dann immer höher werden und höher werden, und einige Hände dazwischen geschaltet sind. Aber das ist ein ökonomisches Problem. Gut, wenn es Fragen gibt, dann auch wir vielleicht. Wir haben noch einen Infotisch. Ihr habt einen Infotisch da. Sonst ist ein Kollege von mir auch noch da. Auch ein Amtsspezialist ist der Betreiber unser Kontrolllabor. Da kommen die Bauern mit all ihren Pflanzen, mit viel und wenig DHC, nein, mit viel und wenig CBD, muss ich sagen. Und sagen, darf ich das nicht mehr, was ist alles drin in der Pflanze. Dann wünsche ich euch alles Gute und geht einfach mit Respekt an der Natur vorbei und speziell von Hanf und ihr werdet sehen, er kann sehr, sehr vieles bewirken. Sucht euch Therapeuten, wenn man ein Problem hat, wird er umgehen können mit dieser Pflanze oder mit dem Inhalt. Und es kommen immer mehr, auch die Kliniken springen wirklich langsam auf, Gott sei Dank, jetzt sehr weg. Und wenn es dann dort oben etabliert ist, vor allem Kärnten ist da eh Vorreiter mit dem Professor Lika, Schmerzambulanz, der eben CBD arbeitet, mit gutem Erfolg arbeitet, aber auch mit Karzinompatienten arbeitet. Da gibt es schon gute Erfahrungswerte. Anwendungsbeobachtung. Keine Studien, aber Anwendungsbeobachtung. Das sind die ersten Schritte, dass man sieht, in diese Richtung geht das Ganze. Gut, das wäre auch endgültig. Danke fürs Gehen. Was ihr da seht, das sind die Reste von einem hochpotenten Mann. Ich bin Opfer von einem Ort geworden, dabei fing alles harmlos an. Vor gut 3 Jahren, nach dem Abendessen, wollte ich meine Frau wieder mal lieben. Trotz einer Überdosis Viagra blieb der Kerl des Hauses liegen. Ich bin noch gleich zum Doktor gegangen,
der hat nur gesagt, der Spatz ist hin. Dann hat er aufs Rezept mir geschrieben, 3 Wochen lang Penicillin. Die Nebenwirkungen von den Tabletten haben starken Durchfall mir gebracht. Kaum habe ich ein Klo vom Weiten gesehen, schon habe ich die Hosen gemacht. Mein Arzt hat gesagt, das ist kein Problem, ein Einlauf wird halt vieles klären, das bitte vorher ja nichts essen, sonst sehen wir nichts mit unserer Rehren. Kaum war der mit seinem Schlauch heraus, hat er schon drauf mein Goal versorgt. Am liebsten hätte ich mich erschossen, leider habe ich keinen Revolver gehabt. Mein Arzt, das war ein Phänomen, wo hat der Koffer nur studiert? Da hat man nämlich statt der Goal meinen Tränensock oben implantiert. Nur mehr Infusionen haben mich gerettet. Auf einmal war ich farbenblind. Ich habe nicht mehr unterscheiden können, was für Farben welche sind. Nach Schüttelfrost und hohem Fieber fuhr auch schon die Rettung vor. Ich habe das Blaulicht gar nicht gesehen, weil ich schon fast erblindet war. Vor der Narkose habe ich noch gehört, ruft bitte Frau und Kinder an, dann solltet ihr nicht überleben, dass sie ihn noch mal sehen kann. Was keiner hätte für möglich gehalten, mein starkes Herz schlug weiter rund. Ich bin munter geworden aus der Narkose, haben die weiter operiert, noch gut 5 Stunden. Mein Nieren hat mich beim Laufen gestört, die Milz war völlig aufgebläht. Gut, die Blasen, die blieb trocken, weil die war gar nicht angenäht. Der Primar hat gesagt, das kann passieren. Das MOP-Team war wieder blau. Morgen werde ich selber schneiden, das war der reinste Pfusch am Bauch. Ich kam dann wieder unter das Messer. Nervlich war es für mich ein Knacks. Ich bin munter geworden aus der Narkose, hat mir gefallen der rechte Hax. Der Primar hat gesagt, laut Röntgenbild sah man Anzeichen auf Rauchhaut bei. Deswegen haben wir ihn in den Fuß abgenommen und den zweiten schickt man ein. Er hat gesagt, ein Vorteil hat sich auch ergeben. Vom Fußpilz haben sie jetzt in Ruhe. Aber wo sie noch wollen, die Geschäfte machen, ihr Zimmerkollege kauft ihre Schuhe. Jetzt kann ich wieder glasklar sehen, weil meine Augen sind von einem Hund. Die Brillen haben bei weitem Optik, deswegen sind sie ja grün und nicht rund. Meine Ohrwaschel wollte unbedingt der Niki Lauda. Darauf hat mein Hirn stark protestiert. Das haben sie Maron rausgenommen und der Computer eininstalliert. Mein Programm, das ist von ORF und startet pünktlich um 6.10 Uhr. Ich spüre ein kurzes Schädelbrummen, da brauche ich nur noch aufzustehen. Mein Leben hängt am Seitenfaden, seit dem Besuch im Krankenhaus. Mir schlockert nichts mehr auf den Morgen, weil der ist auch schon lang heraus. Zum Trinken kriege ich Kautabletten, die werden in meiner Nieren filtriert. Ich kriege auch niemals mehr einen Durchfall, bis ich auf Klo komme, ist alles verblieben. Die Casa tut nur Kosten sparen, selbst mein Gebiss kommt aus Fernost. Beschmusen brennt mir so die Zunge, wenn meine Zähne sind voller Rost. Endlich bin ich draufgekommen und hab's nach Lungen akkapiert. Der Mensch gehört nicht im Krankenhaus behandelt, er gehört mit Cannabis therapiert. Also wir möchten uns recht herzlich beim Frau Wendel bedanken dafür, dass Sie für uns heute den Sketch gemacht haben und uns ein bisschen über Cannabis gegen Krebs erzählt haben. Wir möchten uns natürlich auch bei unserer lieben Betreuungslehrerin, Frau Professor Müller, für die Unterstützung bedanken und wir hoffen, es hat euch gefallen. Es stehen noch einige Postproben zur Verfügung und wer will, kann ich noch freiwillige Spende für die Kinderkrebshilfe geben. Dankeschön. Ja.